Ja, hallo zusammen. Es geht immer noch um Spaß mit drei Klängen, erschienen bei akustikmusic.de. Und im ersten Block habe ich erzählt, wie ihr mit drei Klängen solieren könnt. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr auch die Begleitung mit drei Klängen deutlich verbessern könnt. In der Regel hat man beim A-Blues vielleicht das zur Verfügung, A7, oder man spielt so eine klassische Bluesbegleitung. Man kann auch gut mit drei Klängen auf Basis von diesem Shape die Begleitung viel weiter ausbauen. Das heißt, in diesem Akkord, wenn ich jetzt ein paar Finger weglasse, steckt dieses Dreiklangs-Shape, klingt furchtbar Cis-Moll 7b5, ist aber im Akkord enthalten. Und das als Basis, Cis-Moll 7b5, jetzt braucht man so ein bisschen harmonisches Wissen. Cis-Moll 7b5 ist die siebte Akkordstufe von D-Dur. Das heißt, wenn ich das weiß, ach, das ist ja D-Dur, kann ich das weiter ausbauen. Nach D-Dur kommt E-Moll, Fis-Moll, G-Dur, natürlich A. Das habt ihr vielleicht schon mal gespielt. Das heißt, ihr könnt jetzt aus diesem kleinen Käfig so ein bisschen ausbrechen mit den drei Klängen und euch über das ganze Griffbrett verteilen. Das geht natürlich auch mit den anderen Blues-Stufen, zum Beispiel der Subdominante D. Dann hättet ihr hier entsprechend Fis-Moll 7b5, siebter Akkord in G-Dur, G-Dur selbst, A-Moll, H-Moll. Und irgendwie klingt das auch nach was, was man vielleicht von Robin Ford oder Larry Carlton kennt. Checkt das mal aus. Das Buch Spaß mit Dreiklängen erklärt das natürlich ganz genau. Und bis zum nächsten Block.